Hallo, ich habe mich hier in den Klassenraum einer Vorschulklasse geschlichen. Diese Kinder sind gerade in der großen Pause. Die nehmen nämlich gerade das Thema Taschengeld durch. Und ich stelle fest, dass schon ganz schön viele von den Mädels und Jungs Taschengeld bekommen. Das ist auch absolut sinnvoll in dem Vorschul- oder Schulalter. Kinder von 5 bis 6 Jahren. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. 50 Cent für Sparschwein am Wochenende. Dann haben die Kinder was Eigenes. Und gut für sie, wenn sie mal wieder genötigt werden an der Tankstelle oder im Spielzeugladen, Süßigkeiten oder Sammelkarten kaufen zu müssen, Sie kennen das bestimmt, dann können Sie sagen, kauft sie doch vom Taschengeld. Und dafür ist es schließlich da. Alternative zum Konsum, ein Kinderkonto. Das empfehle ich ab einem Alter von 7 Jahren frühestens. Da bekommen die Kinder so eine Bankkundenkarte, die sieht so aus wie die Girocard. Damit können sie Geld abheben oder sich einen Kontoauszug ausdrucken, wie die Großen. Das Wichtige für Sie zu wissen ist, Sie als Eltern dürfen bestimmen, was das Kind darf oder nicht, ob es abheben darf, wie viel es abheben darf. Und keine Sorge, so ein Konto wird immer auf Guthabenbasis geführt und kann nicht überzogen werden. Wenn Sie als Eltern oder vielleicht die Großeltern Geld anlegen wollen für die Ausbildung oder den Führerschein, dann sollten Sie dies so früh wie möglich tun. Am besten eignet sich hier ein Aktiensparplan, denn dafür gibt es gute Rendite. Und die Langfristigkeit vermindert das Risiko. Aber Achtung, wenn Sie Geld im Namen Ihrer Kinder anlegen, dann gehört dem Kind das Geld. Ganz, ganz wichtig. Da guckt das Finanzamt ganz genau drauf. Das heißt, Sie können es für ein Auslandsjahr durchaus verwenden, aber nicht für sich. Apropos Auslandsjahr, ich werde oft gefragt, wie das ist mit Prepaid-Kreditkarten, ob die sich eignen. Ja, das ist sinnvoll, wenn das Kind zum Beispiel an einem Schüleraustausch teilnimmt, dann hat man die Finanzen einigermaßen unter Kontrolle. Und wenn der Nachwuchs mal klamm ist, können sie ein bisschen was hinterher schießen. Und keine Angst, damit kann ihr Kind nicht in die Schuldenfalle tappen. Und was machen wir jetzt mit dem prall gefüllten Sparschwein? Na, schlachten natürlich. Ah, ich lasse es leben. Das sollen die Kinder entscheiden. Nachher kommen hier noch irgendwelche Tierschützer auf den Pelz.